Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge World of Worship. Dabei ist der Dende. Ja, hallo. Wie soll es auch anders sein? Der Dende, ja, am Schlüssel. Ihr Lieben, ihr seid mein lieber Clan. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Tern und Federn? Euch lieben? Ach, ihr seid einfach Bombe. Ihr Lieben, ich habe einen geilen Clan. Ich liebe euch alle. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei den Barbarossa. Er hat mir die Mutsu, ich will immer Mutsuki sagen. Ich werde mich bestimmt, es tut mir jetzt schon leid, in dieser Folge verquatschen und Mutsuki sagen. Die Mutsu. Das wäre ein passender Name. Ja, habe ich nur Mutsuki? Ja. Gibt es einen Mutsuki? Ich weiß es nicht. Nee, aber das klingt so, weil japanisches Schiff, das würde einfach passen. Wieso heißt du nicht Mutsuki? Toll, Dente, jetzt hast du mich durch deine Entschuldigung. Ja, Barbarossa. Danke. Ich wollte eigentlich den Satz anders sagen. Verdammt. Barbarossa. Auch bei dir bedanke ich mich für dieses schnucklige Schiffchen. Eine Runde gerade gefahren, ich fand, die lief super. Ich hoffe. Ich muss ja, stimmt. Du hast ja wie viel Schaden hast du gemacht? Hast du gemeint, war gut. Die Runde war gut. Haben wir zwar verloren, Niederlage, aber ich habe ja, das können wir schließen. 64.000 gemacht gleich mit der. Also, fand ich gut. Ich bin. Dann hat natürlich wieder gescheatet. Er ist Zweiter, ich bin Dritter. Ist klar. Normal. Aber nein, das sehe ich ja nicht, die Tier. Und ich habe sogar von Weitem getroffen, ihr Lieben, ihr glaubt es ja nicht. Ich habe von Weitem getroffen. Und nee, diese Folge wird jetzt nicht genauso wie die. Warte mal, nein. Ich hoffe, die Folge wird genauso wie das Spiel, was war. Genau. Ja, Lieben, aber das ist jetzt schon Beweis hier. Ich bin ein bisschen durcheinander. Eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, jetzt hier zu sitzen und aufzunehmen, aber das ist scheißegal, was ich in der Folge sage, ob ich jetzt hier sitze und aufnehme und ob ich gerade von der Nachtdienst komme. Ist ja egal. Also rein ins Gefecht. Sonst fahre ich der Scheiße. Nein, Quatsch. warum? Was soll denn das? Gar nicht. Das haben wir bestimmt die Zielscheibe, wo ich überhaupt wieder nicht klarkomme mit dem. Und Flugzeugträger, genau, zwei Stück weg. Flugzeugträger hatten wir doch auch gehabt. Ehrlich? Ach, stimmt ja. Ja, yeah, einen, Dende. Einen. Ich hoffe, über einen, dann. Sie wird scheiße. Warum? Hast du kein Bild? Nö. Gegen Achter. Ja, aber du, ich weiß nicht, kann ja bestimmt auch HE schießen, vermute ich einfach mal. Und die Folge ist, die Map ist eine Katastrophe. Ja, warte, ich habe immer noch kein Bild, lass mich gucken. Oh, okay, ja, gut. Ich habe so einen weiß schönen Schaden gemacht, ich habe. Ja, jetzt werfen wir noch nicht gleich hier die Hoffnung weg. Kann man die gucken, Zeit nicht, ein bisschen zurückdrehen? Dann sind die Achter noch nicht da, also wach, aufgestanden. Versuchen wir hier. Noch 10? Ja, eigentlich ja, ne? Aber. Ja. Na, ich hoffe mal, da kommt genug mit, sonst müsstest du woanders hin. Ach, siehst du, was ich vergessen habe zu sagen? Natürlich ein Kapitän 00, ist klar. Der Captain hat gar nichts drin und wie gesagt, eingefecht gefahren. Die Bombe, ich hoffe. ja, das hier jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, weil ich reingehen würde. Ja. Solange da nicht gleich alle Achter auftauchen. Wir fahren beide allein nach C. Ernsthaft? Weiß ich nicht. Warte mal, das Team muss halt erstmal in die Gänge kommen da hinten. Ich habe immer das Gefühl, wir sind die Ersten, die losfahren. Ja, die Kreuzer brauchen ein bisschen, weil sie Schlachtschiffe sind. Was? Hä? Verstehst du nicht? Ich meine, die kommen ja nicht in die Gänge, also sind die Kreuzer jetzt Schlachtschiffe. Das sind alles Schlachtschiffe da hinten. Ach so. Ja, du bist anscheinend dein Kreuzer, oder was? Ich bin Zerstörer, Mann. Ach so, okay. Bisschen zu groß geraten als Zerstörer. Und ich hab stimmt, hast du Torpedos, ne? Ey, 20 Kilometer? Ich hab auf 20 Kilometer getroffen. Der erste Schuss und der hat das gebrannt. Wirst du jetzt hier auch machen, ey. So hab ich das nicht aufgenommen. Bitte! Wieso hab ich das nicht ja, das kann, egal, das wird jetzt genauso toll. Ich trinke was. Glaub daran. Geradeaus fahren und trinken mit dir nur. Natürlich, Elite-Schütze, die Türmchen ist Elite-Schütze. Ich kann nicht reden. Wieso habe ich das jetzt aufgenommen? Wieso nehme ich auf jetzt Ende? Elite-Schütze ist
nicht drinne, also man sieht, also das dauert. Muss ich unbedingt haben. Unbedingt. Ich bin entdeckt. Scheinblässe. Ich bin entdeckt. Ja, mal gucken, was da alles kommt. Ja, mach mal langsam. Ich? Ja, vielleicht. Aber du, was haben wir eigentlich für... Aha, okay. Ach, die Mutter und der Dette hatte Gefecht davor einen Torbfreund gehabt. Auf ja, genau. Seite. Genau. Der hat immer auf Dente getobt. Warum eigentlich? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht guckt der Ena auch die Folgen und hat dann sich dann, ja, wie gesagt, den Namen gemerkt und würde ich einfach. Meinst du? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es nicht viel gebracht. Weil er hat sich ja raus, dann, wenn dann wäre er. Ich hätte mich eigentlich treffen lassen sollen. Das war auch mit Absicht. Ja, auf jeden Fall. Definitiv positiv. Definitiv positiv. Warte mal, ich mach mal diesen. Dann bleibt er jetzt da also stehen. Wenn ich hier ein bisschen Aufklärungsflugzeug kurz in der Luft erzähle, dann tut's mir leid. Ey, wird erlaubt, dass ich eigentlich einen Zerstörer zu treffen in der Reichweite? Jetzt treffe ich wahrscheinlich überhaupt nichts. Lecker. Lecker, dreht sich. Lecker, noch nicht nachgeladen. Dente? Ja, aber da kommen viele, ne? Also, da darfst du eigentlich nicht weiter vorfahren. Und du bist sehr alleine. Du bist da sehr, sehr alleine. Dente? Ich würde, was denn? Wieso hast du noch halbes Leben? Nein, ne? Nicht einmal, noch weniger. Warum? Ich hatte schon hier volle Action. Und wir sind hier halt echt wieder ganz schön alleine. Hat das ist nicht gut. Hat der Zita getroffen? Oder war das einfach nur. Ja, ich würde sagen, geh da mal voll weg. Ja, ich hab getroffen und der brennt, das fängt schon gut an. Aber ich meine, dass ich jetzt so wenig Leben habe, das fängt natürlich gar nicht an. Ach so, warte mal, ups, ich bin dumm. Oder wir lassen uns schnell rausschießen, Dende. Geht schnell ein nächstes Gefecht in der Hoffnung, dass wir gleichrangiger haben. Ja, ich hab grad nicht geschickt, ich weiß nicht, ich bin voll auf andere Zerstörer gewohnt. Ich bin mit dem ja bei 7. Alle überrascht gerade. Zieht sich zurück. Ich hab ihn wieder getroffen. Geil, was ist denn da los? Siehst du mal, jetzt kannst du es. So schnell geht das. Jetzt hör doch mal auf, da hinten auf mich zu schießen. Ey. Jetzt kann ich's. Kann ich's jetzt? Ja, du hast es nicht. Du hast es geschafft. Halt dich aus. Vergiss es, du kriegst doch keine Brandpunkte. Gönnst mir auch nicht. Da kommen die Torpedos. Was macht er denn da? Ist schnell. Richtig? Ja. Was macht er da? Och, der radarisiert mich. Was hab ich gesagt? Ich hab letzte Folge, letztes Gefecht getroffen. Oh, ich bin raus. Die Schütze, ich brauch. Die Schütze. Ich brauche auch Schussanlagen. Viel mich schieße. Ich will auf die Zeit. Liebe den Radar. Muss man als Stufe 6 Zerstörer erleiden. Ja, ich treffe die jetzt. Oder fliegen ein paar Murmeln dran vorbei. Das ist ey, jetzt reicht's. Ich wollte hier eine Hammerharte. Wenn die mich jetzt rausschießen, dann kann man ganz schnell nächstes Gefecht. Nein, kann ich gar nicht, Dente. Warum? Weil die Schiffe noch nicht da sind. Kleiner Fehler in dem Plan. Fast alleine, unser Team ist bei A und alle sind bei C. Von den Gegnern. So wie man es mag. Was ist denn jetzt los? Ich erzähl was über Schiffschen. Also, 7 Kolumnen.
Metatops, ich kann ballern, so 20-4, mit Flieger natürlich etwas weiter. Ich kann mich heilen, ich kann mich reparieren, mein Blinker wollte ich schon sagen. Sag mal, zieh ich hier etwa? Was hast du, 7 Kilometer Tops? Oder was? Was hast du gesagt? Ja. Ja, stimmt das jetzt? Was? Sag mal. Ist meine Tastatur kaputt? Wieso? Weiß ich nicht. Ich weiß es, weil das Schiffchen so von alleine nach rechts fährt. Achso, das habe ich aber auch. Oder bringt es das Schiffchen mit sich? Nein, das habe ich tatsächlich manchmal auch, irgendwie bei Inseln. Kann das sein, dass es irgendwie mal... Ich weiß nicht. Manchmal bin ich echt der Meinung, der fährt manchmal von selbst irgendwie... Geht der ab. Würde mich echt nicht mal interessieren, ob das einer weiß. Ja, das nervt mich übelst. Das nervt mich total. Da denke ich immer, mein D-Knopf, hallo? Neue Tastatur brauche ich? Das habe ich hier aber auch. Das habe ich hier aber auch schon gehabt. Ein paar Mal. Und ich finde es echt ätzend. Mich auch nicht. Das brennt wohl, oder? Tuppets! Ja. Elite-Schütze. Immer auf die Kleine. Ja, wie gesagt, der Nachtdienst ist schuld, ihr Lieben. Und die zwei Pappen. Nee, 2,5 Kaffee habe ich hier so. Was hast du getrunken? Kaffee? Ja, was hast du gerade noch davor gesagt? Pott. Und das andere? Wieso war da noch was anderes davor? Weiß ich nicht, ich hab's schon wieder vergessen. Okay. Scheint ja schon unzeitmäßig. Ich müsste eigentlich wieder im Bett liegen. Egal. Ich fahr jetzt aber. Gut. Mit einem Grinsen im Gesicht. Das ist ja schön. Weil die trifft. Und ich hab das Treffen wieder gelernt. Ich sollte immer. Ja, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, halt sich mal wirklich eine Weile anzusetzen. Wenn man es, wenn es frustrierend ist, wie Sau. Was mache ich? Ich fahre nur das Schiff. Naja, müsst ihr überprüfen, ob es jetzt mit jedem Schiff so ist. Ja, also, wenn wir hier weiter. Ich kann nicht labern. Wenn das so weitergeht, gewinnen wir hier gegen Achter. Ja, es sieht doch gut aus. Guck mal, ich sollte es nicht so laut sagen, es sieht aus wie auf Arbeit. Daumen drücken, dass es keinen Stress gibt. Und wenn du es gesagt hast, dann gibt's Stress. Echt? Oh, schade. Das hätte bestimmt, glaube ich, auch getroffen. Ja. Was ist los? Das ist doch schön. Guck mal, ich kann mir noch einmal T drücken. Ganz kleines Pfützelchen. Ich hätte es aufsparen sollen. Verdammt. Irgendwie ja. Irgendwie schon. Verdammt. Hast du schon da die Stufe 2 Dringer drin? Ja. Dafür habe ich gesorgt. Ah, okay. Aber nur nicht Verbesserungen, die habe ich nicht. Aufklärungsflugzeug. Weil ich ja nicht weiß. Weil ich nicht weiß, was es so braucht. Oh, genau. Und das kostet doch mal ganz schön viel, alle Verbesserungen rein so. Jetzt weiß ich warum. Jetzt, ich erinnere mich. Ich auch nach dem Raten an 38, was ihr wollt. Ihr wollt mich rauskanten, damit ihr Punkte kriegt. Never ever. Hä? Ganz mädchenhaft werde ich hinter die Insel fahren. Haha. Ist der an. Es sind die 2,5 Leute, das kommt wieder. Ach so. Ich mag dich immer noch. Würden wir Achter fahren, kommen wir ins Zehner. Ne, eigentlich um die Uhrzeit ist ja gut eigentlich. Ja, die Achter fahren ja auch nicht mit Zehnern. Na klar, wir sind im Sechser hier und fahren gegen Achter. Aber die diese Achter fahren mit Sechsern, das muss ich ja so sehen. Wenn wir jetzt Achter fahren würden, würden wir die Sechser bekommen, so. Ganz genau, ganz bestimmt wäre das so. Na, ich spare lieber meine Mumpeln für ein Schlachtschiff. Was Größeres, auf was Größeres ziehen, deswegen treffe ich auch hier lieber. Und ich meine, immerhin fahren wir hier gegen Achter, aber sieht jetzt so aus, als würden wir das hier sogar gewinnen. Naja, wenn sie mich nicht rausschießen. Muss man jetzt raus. Das wäre natürlich nice. Ja, es brennt! Es brennt! Ja, die Schiffe, die man
die man mir geschenkt hat, die möchte ich auch nicht in einer Folge versenken lassen. Die sind mir heilig. Ja, das geht gar nicht. Die sind mir heilig, die streiche ich auch immer, weißt du? Ja, Mann. Da fahr ich mit. Ist so ein Hafen, ich kann nicht streichen, das ist schön. Ja, jeden Tag. Deswegen werden so butterweich und wird so schnell raus. Alles klar. Wieso habe ich das Gefühl, die Roten sind alle hinter mir? Weil's so ist. Was machen die Grünen alle bei A? Ich bin doch eigentlich in Richtung Grün, unser Team gefahren. Ja, das sind die alle bei C. Die sind einmal rumgefahren. Was soll ich das machen? Du auch. Ich, oh Gott. Das könnte ja noch knapp werden. Aber, na gut, die Tür ist ja gleich mal raus. Wenn sie jetzt weiter eindreht, dann... Einfach weiter wegfahren, das wird schon. Ja, mach ich auch. Eine Mumie, schade, dass die nicht in Brand gesteckt hat. Aber die nächste Lade. Baby! Habe ich da gerade Scharnhorst gelesen? Was ist eine Scharnhorst? Die Stufe? 7. Ja! Ist es! Es war eine. Ich glaube, es ist schon gut. Das Gegner-Team hat eine auch. Ja, ich habe auch gerade die gut. Unser Sieg ist in Sicht! Ja, es brennt! Vielleicht hat er die Schnauze voll und schießt mich sowas von raus. Ach, der macht nicht mehr lang. Ja, es brennt! Nicht mehr! Warte, meine Mumpels sind gleich wieder gelangt. Sorry, wenn ich hier in dieser Folge so ein bisschen am Abdrehen bin. Sind echt. Hey, wir haben alle Caps. Ja, und ich als Sechser. Unser Sieg ist in Sicht. Jetzt mach ich aber. Die hab ich einen Schaden. Was ist denn da los? Hier, du brauchst diese. Großer Fickgas. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie viel auf mich. Oh, da kommst du schon. Eieiei. Jetzt. Feueralarm! Das darf nicht passieren. Nein, ich stecke Kreuz und muss ja zur Zeit die Backen behalten. Torpedo-Wämpfer zerstört! Problem gelöst! Ach, weil das Schlachtschiff raus ist, deswegen kann ich nicht. Ich kann nicht jetzt. Nein! Bitte nicht! Oh, jetzt aber. Nein! Ich werde abfackeln. Unser Team! Kann ich noch? Ich drücke. Tja! Ja! Ich kann noch dies da drücken. Ah. Und der brennt noch. Ich hab dich noch getroffen. Ja, du brennst doch! Gib mir Punkte! Ja! Ey, brennt der vielleicht aus? Das wäre ja super. Ja, er hat ja gerannt. Geheilt, sorry. Na. Oh, okay. Nein! Was ist das? Ich muss wieder Tuppitz fahren. Tuppitz kann sich schnell heilen. Tuppitz, ich komme. Oh, wie viel Minuten? 18, ey, das ist ja schon. Aber kommt, wir haben uns gut. Ja, bin gespannt, wer jetzt gewinnt. Also, okay, ich denke, langsam müssen wir durch Punkte. Obwohl, das ist frei auch fast raus. Wir müssten endlich mal nur rausgehauen werden. Achso, ja. Der Kreuzer da. Komm schon. Tippels, Kreuzer, beide fast tot. Nein. Und ein Gegner-Team. Ah, das ist schwierig. Das ist, und er hat, nee, ja. Das ist halt echt, die müssten beide noch anstupsen, dann wären die weg. Die Punkte müssen reinlaufen. Ja, genau. Und wenn die beiden tot sind, wären die Punkte schon drin eigentlich. Das gibt ja Punkte, wenn die zerstört ja, werden. Ja, genau. Gibt ja... Komm jetzt, der Kreuzer. Die müssen weg, dann... Vielleicht reicht das sogar schon ein. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Was nicht mehr? Ja, jetzt ist ja noch einer von uns weg. Das gibt's doch nicht. Komm schon, das muss jetzt Tuppitz, doch endlich mal... Ja. Und... Da kommt die Mumpel. Und... Wow, und wieso schießt der überhaupt nicht HE? Verdammt nochmal. Weiß was nicht. Soll das? Tuppitz gegen Tuppitz. AP. Ja. Und der Kreuzer, weißt du, 241. Man muss die beiden nur zerstören. Das gibt's da nicht. Wir haben alle Caps. Wir kriegen vielleicht auch einfach so 1000 Punkte, wenn keiner rausfliegt. Ja. Wenn keiner rausfliegt. Ja, wenn.
Aber man müsste echt nur einen zerstören und das wäre vorbei. Das klingt ja doch hin jetzt. Da bei, komm der, ich die Mumpel. Bei der Lebenserzeugung. Dankeschön. Dankeschön. Oh Mann. Das ist eine spannende Folge. Ich habe kein Schiffchen zerstört. Davor habe ich aber ein Schiffchen zerstört. Habt ihr gesehen? Ich habe es gezeigt. Ja, gut, für mich war das nicht so schön. Ja. Aber komm, wir haben gegen 8. Genau. Genau. Was denn? Du bist unter mir. Nein. Ja, ich wurde hier voll wegradar. Und zu. Von der Cleveland. Auf meiner Seite. Du wurdest wegradart? Ja. Nice. Mutsu, Barbarossa. Dankeschön. 5 Brände. Entschuldigung. dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.